die Zeit ganz einfach so verstreichen lassen, ohne darüber nachzudenken. Das grüne Gras, die Sonne und sie. Verweht. Auch holde Maid, ein Bild. Oh, okay. Wer war sie? So, Jan, 11. Klasse. Klassenzimmer, keine Ahnung. Sie war dort. So, no, for fun from you, for you. Was? PQ? Made with Unity Engine. So, und damit, hallihallo, stelle ich mich erstmal vor, genau hier. Gut, das ist ein, ja, es ist ziemlich ungewohnt, es ist das erste Let's Play komplett mit Facecam. Das habe ich schon beim Ankündigungsvideo gesagt. Und, als ich jemandem gesagt habe, hat sie mir dementsprechend gleich ein Spiel empfohlen. Und Grüße gehen raus an Ella. Danke, Ella. Ja, ich weiß nicht, was ich von dem Spiel halten soll. Ich bin allgemein kein Verfechter der Schule. Aber ja, ich bin gespannt. Sehen den Einstellung muss rumschrauben, glaube ich nicht, oder? Erstmal Grafik. Ich muss jetzt mal gucken. Ja, 60 FPS, das läuft. Also nicht wundern, Kamera, OBS, läuft. So, dann lassen wir uns mal einschulen. In die Schule zu. Hölle, Alter, was ist Hölle? Oh, ich kann da nicht leicht machen. Das kann ich ja nicht. Ich hätte mich so hassen. Ein sehr ausgewogener Schwierigkeitsgrad, nicht für mich. Das ist halt zwei Monate her, dass ich so gezockt habe, allgemein. Gespielt, meine Leidenschaft entgegengewirkt. So nenne ich das. Oh Gott, ich habe Angst. Ich weiß von dem. Oh. Ich wollte ihr nur ein kleines Geschenk geben, zusammen mit ihrem verlorenen Tagebuch. Wir werden beobachtet. Perfekte Uhrzeit, aber die Schule hat mich gefunden. Warte. Mal schlug der Blitz den Blitzarbeiter auf dem. Ja, okay. Ich glaube, ich lasse meine Kamera erstmal an. Also wegen auch in den Twitch-Sequenzen. Ich wollte gerade sagen, ich kenne noch nichts von dem Spiel, aber ich bin mir da nicht sicher. Wenn ich ein Tagebuch zurückbringe, dann mache ich das nicht nachts und erst recht nicht in die Schule. Hauptgebäude, Abschnitt 1, 3.
Verdammt, doch. Ich glaube, ich kenne eins. Also, ich habe vor Urzeiten mal, glaube ich, da was gesehen, aber. Ich meine, hey, rennen und hinsetzen. Drücke die Shift-Taste. Um zu rennen oder dich zu setzen. Wenn du dich setzt, können sich dich die Hausmeister nicht mehr so leicht entdecken. Wenn du zu lange rennst und dir schwindelig, wird dir schwindelig. Du sollst dann eine Pause einlegen. Wo ist ein Backspace? Was ist das für ein Scheiß? Okay. Kann ich auch irgendwie so. Nee, kann ich nicht. So um die Ecke luschen. Ich soll zunächst das Klassenzimmer 8 der Erstklasse. Was war das für. Oh, was ist das denn? Mann! Ich meine, hey, ich freue mich jetzt schon. Schulgebäude befinden sich an einigen Stellen Dokumente. In diesen Dokumenten findest du zahlreiche Hintergrundgeschichten über die Schule und Hinweise, die dir weiterhelfen werden. Solltest du einmal nicht wissen, wie es weitergeht, nimm bitte die Dokumente ganz genau unter die Lupe. Das Schlimmste ist, ich kann jetzt nicht mal so tun, als würde ich mich nicht erschrecken, weil es einfach jeder sieht. Hier war doch was da. Oh. Papierkranich. Ein Kranich aus schwarzem Origami-Papier. Ja klar, klar, klar. Wäre das Papier weiß, würde es dann nicht stehen, kann ich wetten. Hm? So sieht's aus. Ich kenne euch. Wichtige Gegenstände. Ein Tagebuch. Gehört zu So Young. Also sie ist nicht alt, sie ist so jung. Auf dem Einband steht So Young, Ayan, 11. Klasse, Klassenzimmer 8. Ach, wir müssen zur 11. Klasse, nicht zur 1. Macht Sinn. Hallo, ich weggehe. Genau. So, Wie sind die? Ist das eine Toilette? Kann ich hier Lichter machen? Ja. Ich gehe mal auf Nummer sicher. Ich weiß auch nicht, was für Gefahren mich hier erwarten, komischerweise. Ein Filzstück, um etwas zu schreiben. Was für eine. Da steht auch Black. Ich finde das echt nicht freundlich gemacht, das Game. Ich fühle mich da angegriffen. Was ist das denn? Hä? Yeah? Kann ich mal fragen, wie das funktioniert? Achso, warte, mit einfach reingehen, dann ist automatisch so. Ja. Alles klar. Man muss ja noch austesten. Aber wie funktioniert das Klo? Diese. Hä? Ah ja, Chinesen sind ja etwas kleiner, da muss ich ein bisschen weiter unten hängen. Okay, hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Ist im Papierkorb vielleicht was? Nö. Okay. Alter, wie gehen die hier aufs Klo? Okay, Tür geht anscheinend beidseitig auf. So eine brauche ich auch. So, ich habe immer Angst, dass irgendwas kommt. Das ist das Problem, glaube ich. Hey, warte mal. Ich verstehe. Denn ist das hier die Frauentoilette? Warum zum Teufel? Alter, wie pinkeln die? Legen die sich dazu hin? Eine Schulmütze? Eine Spezialmünze der Schule. Eine Spezialmünze. Du kannst Kiosk oder am Automaten verwenden. Und dann das Treffen, Automat. Sofort. Kann ich da durch? Ja, warte. Ein Drahtgitter blockiert das Blüff. Oh, leck mich doch mal. Jetzt kann mich niemand mehr sehen. Ich bleib hier einfach mal für ein paar Folgen hier und dann werden die sich schon so abpacken, dass sie es gar nicht mehr sehen wollen. Nein. Oh Gott. Da ist was. Noch ein Filzstift. Auch schwarz? Das gibt's nicht. Wofür brauche ich Filzstift eigentlich? Zum Schreiben. Ah ja, da war ja was. Ganz vergessen. Heilung? Ich bin in der Schule. Wovor brauche ich Heilung?
Das Einzige, was mir gefährlich werden könnte, ist eventuell, dass ich mir ein Blatt Papier schneide. Abholung der Schülerzeitung. Das ist eine Nachricht der Schülervertretung. Wer seine Ausgabe der Schülerzeitung noch nicht erhalten hat, kann sie sich im Klassenzimmer 6 der 11-Klässler die zweite Klassenstufe dieser Schule abholen. Die zweite Klassenstufe? Das heißt, man kommt nach der 10. Klasse hier rauf, oder was? Neuzugängen und Transferschülern wird die Zeitung besonders empfohlen, da darin Informationen zur Schule sowie eine Karte enthalten. Eine Karte? Die erste Schülerzeitung, die ich kenne, wo eine Karte drin ist. Für Anfänger gibt es die Möglichkeit, Spieltipps in Form von Textnachrichten zu haben. Ich hasse es jetzt schon. Auf höheren Schwierigkeitsgraden ist die Hilfsfunktion deaktiviert. Was? Okay. Ich bin ein Anfänger, das wisst ihr, ne? Ich brauche den Schlüssel zu. Nachricht? Hä? Oh. Dienst nicht verfügbar. Der Dienst ist zurzeit eingeschränkt, da ihr Standort nicht ermittelt werden kann. Es können Probleme bei Anrufung und SMS auftreten. Okay. Kann ich hier durch? Auch Schlüssel. Ich brauche überall für den Schlüssel. Dokument. Wartungsstatus des Gebäudes. Stand 9. März. Die Lampeninstallation neben der Werkstatt soll morgen abgeschlossen werden. Das heißt, wenn wir Alter, was? Das heißt, wenn wir in die Werkstatt reingehen, könnt ihr schon mal wissen, dass das Licht ausgeht. Und ich werde mich so erschrecken. Bitte stellen Sie sicher, dass alle Werkzeuge und Leiter nach der Verwendung ordnungsgemäß weggeräumt werden. Das könnte sein, weil wenn jemand hier ist, der weiß ja denn, dass sie da war. Die Verkabelung der Werkstatt wird zurzeit repariert. Okay. An das Arbeitspersonal. Bitte schließen. Bitte schließen Sie nicht das Dampfventil des Lüftungsfensters. Okay. Kann ich durchgucken? Oh, interessant. Großes Bild noch. Befindet sich ein interaktives Objekt. In der Nähe wird ein rundes Symbol angezeigt. Alter, wenn du da auf das Symbol klickst, kannst du mit dem NPC interagieren. Handelt es sich um ein Dokument oder einen Gegenstand? Nimmst du das Objekt auf, wenn der Gegenstand verwendet werden kann? Was? Ist klar, ich lese, aber versteh's nicht. Rundes Symbol angezeigt. Wo denn? Ach, da. Ja, das habe ich schon gesehen. Ja, das. Okay. Wie sind die? Das Schlimmste ist, mein Fernseher ist gerade so abgedunkelt, ich sehe da gar nichts. Ich sehe echt nichts. Das ist doch ein Gitter, oder? Ist da nichts drin? Ich sehe doch nichts. Alter, ich sehe gar nichts. Und hier ist nichts drin. Das finde ich auch klasse. Danke für nichts. Oh, warte. Entschuldigung, das muss ich zumachen, bevor nachher kommt, wird hier die Schublade aufgelassen. Hast du Säcke vor den Schubladen? Wer hat gerade dieses Geräusch gemacht? Zum Maul! Alter, was ist das Maul? Was ist das denn? Ah ja, so die Gemälde hänge ich auch. Das ist ein Katzenbild! Warum hängt das so? Also, okay, ja, damit halt, ne, ein bisschen schräger, damit man sieht, was drauf ist, aber. Hä? So, Aufnahme beenden? Alter! Wenn du eine Tür öffnest, wird ein rundes Symbol angezeigt. Wenn du das Symbol klickst oder dich der Tür näherst, öffnen sie sich. Offene Türen schließen sich automatisch, wenn du dich von ihnen entfernst. Ist eine Tür verschlossen, erscheint ein Symbol zum Öffnen der Tür. Wenn du den passenden Schlüssel besitzt, ja, Punkt, wird kein Symbol angezeigt, wenn du dich vor einer Tür befindest. Kannst du sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht öffnen, okay? Kann das Spiel nicht einfach mal die Schnauze halten? Achso, okay, das ist die einzige Tür, wo wir durch können. Ich hab jetzt schon. Alter, ich sehe einfach nichts. Ich sehe wahrscheinlich weniger. Danke, Ella. Du benötigst Licht, um Items und Dokumente aufnehmen zu können. Ach. Um mit Gegenständen interagieren zu können. Ach.
Drücke den Lichtschalter im Klassenzimmer, um das Licht einzuschalten. Alter, was? Der Lichtschalter blinkt etwas auf, damit du ihn in der Dunkelheit finden kannst. Oh, das ist aber nett. Versuch die Lichtschalter in der Nähe der Türen zu finden. Alter, hätte ich das, also hätte ich das jetzt nicht gehabt, ne? Dann hätte ich echt nicht gewusst, wie ich im Dunkeln. Wo ist denn das Licht? Hm. Tür zu. Guck mal, ich sehe gleich viel. Bisschen. Ja, so sieht meine Woche auch aus. Ja. Ey, die Tür hier hinten ist abgeschlossen, oder was? Ja, nee, ist klar. Jetzt geht sie auf. Die ging doch vorhin nicht. Halt's Maul! Ich meine, ey, ja, geiles Spiel. Ich freue mich. So, erstmal Schwämme abklopfen. Das kann ich ganz gut. Da habe ich schon Übung in der Schule. Alter, das klingt die ganze Zeit, als würden Jalousien irgendwie so sein. Weißt du, jedes Fenster ist zu. Und ist mir neu, dass man Jalousien irgendwie da draußen befestigt. Ich hab's einfach gewusst. Ich wusste es. Mit Kaffee, Sojamilch, Beruhigungspillen und Infusionskasten kannst du deine Gesundheit und Ausdauer sofort wieder her. Da fehlt ein Energy. Ich trinke keinen Kaffee. Ich werde dafür ein Energy haben. Drücke dazu den Verwenden-Button im Menü Gesundheit deines Inventars. Am besten, wenn ich verfolgt werde. Kaffee, Sojamilch, Beruhigungspillen. Ich kann Beruhigungspillen die Gesundheit wieder aufbessern. Weil es ja so angeschossen, halb am Verbluten ist. So, oh, jetzt geht's mir wieder. Ich hab ne Milch! Sojamilch aus dem Schulangebot. Du kannst sie im Schulkiosk am Automaten bekommen. Ich stelle mir jetzt einfach nicht die Frage, wie lange das schon hier rumsteht. Hm, wenig wohl aufmachen kann. Oh, okay, mehrere. Ist da was? Ich sehe nichts. Alter, ich sehe gar nichts. Ich brauche so eine Art Lampe. Aber dass ich drehen kann, halt so. Du kannst mir nicht sagen, dass die Fenster so ein Geräusche machen. Ich bin hoch anerkannter Fensterbauer. Bin ich nicht. Lass mal gucken. Ja, Aufnahme läuft. Ey, das wäre es gewesen. Ich meine, ey, Aufnahme ist aus Versehen abgebrochen worden. Ich muss meinen ganzen Erschrecker, ja. Ich tue einfach so, jedes Mal, wenn ich halt einfach nur so zusammen zurückschneide, genau so zusammen, dann sieht's keiner. So komplett andere Pose, weißt du? Ist ja auch irgendwann nochmal was Wichtiges? Also ich sehe gar nichts, Alter, richtig gar nichts. Das ist doch die Bildschirm. Oh, warte mal. Oh, nee, ist nicht anders. Ihr seht genauso wenig wie ich. Wahrscheinlich seht ihr sogar noch so 1% Licht mehr. Ah, warte mal. Ich komme nirgendwo rein. Das ist der einzige Raum, der frei ist. Was ist denn? Das erste Mal, dass ich ein Objekt übrigens, ne, entgegenging und nicht dieses Pum aufgetaucht ist. Alter. Man kann auch, also ich glaube, nur das Geräusch erschreckt mich. Ohne den Geräusch würde ich halt einfach so, ah, oh, okay. Björntam Kim. Vom Klassensprecher. Björntam Kim. Wegen die hatten hier der Lehrer das Lösungsmittel abgenommen. Lösungsmittel? Ich glaube, er war wütend darüber, dass du es im Garten vergossen hattest und die Bäume fast hast absterben lassen. Was soll ich denn jetzt tun? Ich hab doch morgen Chemie. Du wirst dich darum kümmern müssen. Das ist. Warte. Entweder gehst du zu ihm und bettelst darum, oder du hast den Mut, es dir selbst aus dem Tresor des Turngeräteraums zu holen. Wozu brauche ich Lösungsmittel? Ich bin gerade im Gebäude. Mir fällt keine Möglichkeit ein, wozu ich Lösungsmittel brauche. Ach ja, es heißt, er sei sehr vergesslich, also versteckt er die Medaillen, die er erhalten hat, im Geräteraum und verwendet sie als Zugangscode für den Tresor. So viele Orte, die ich mir merken muss. Oh, ich bin schon überfordert, wenn ich was frühstücken soll. Gut. Geräteraum, da haben wir die Medaillen und dann einen Tongeräteraum, genau. Hä? Ganz ehrlich.
Er schreibt einen Brief, sogar zum Motto, du hast gemacht und alles, der Lehrer beschuldigt mich. Und sie oder er oder es lässt es auf dem Tisch liegen. So, ich meine so einfach mal, es könnte die Gefahr bestehen, dass der Lehrer zuerst reinkommt und liest, oh, das war doch sie. Ich brauche aber einen Schlüssel, hier muss irgendwo ein Schlüssel sein. Wie sie sehen sie nichts und wie sie hören, hören sie Fenster. Wie sind dies? Ah, eigentlich ist das ein Smiley. So ein halb zwinkend, ne? Warte. Den konnte ich nicht. Hä? Ich brauche einen Schlüssel, Junge. Ich brauche einfach einen Schlüssel. Das Schlimmste ist, allgemein wie in der Cam, kann ich jetzt einfach nicht so tun, als würde ich halt irgendwas nicht sehen und sowas. Also ich darf nicht mal... Ne? Sonst hätte ich weggucken können. Ich habe es nicht getan. Ich war immer da. Halt's Maul. Hä, check ich nicht. Alter, wenn ich jetzt rausgehe und deine Tür ist komischerweise offen. Da war doch gerade was. Hä, da war doch gerade was. Boah, Alter! Zu? Alle zu! Ich muss doch einen Schlüssel jetzt. Hä? Mann! Bin ich mir jetzt ein oder ich Schritte? Ich mag nicht mehr. Irgendwo muss ein Schlüssel sein. Und meiner Meinung nach müsste sogar hier drinnen sein, weil wir kommen ja irgendwann das hin. Obwohl, warte mal, ich hab eine Idee. Boah, ich könnte schwören, das Stuhl stand hier nicht. Kannst mir erzählen, was du willst. Oh, die Tür ist zu? Ich geh mal hier rein. So, das hat... Boah, Alter! Es passiert einfach nichts. Einfach nichts. Die Geräuschkulisse ist so schrecklich. Die Geräuschkulisse ist... Ich weiß auch jetzt schon, dass ich definitiv... Gleich das erste Mal, wenn irgendwas passiert, sofort instant tot. Kuckuck. Kuckuck. Du gehst aber ziemlich unemotional. Ich brauche einen Schlüssel. Wo krieg ich einen Schlüssel her? Das Wasser. Ich brauche einen Schlüssel. Ist hier ein Schlüssel drin? Nö. Hab ich eigentlich einen Schlüssel? Nee, oder? Warte. Rucksack, Schlüssel, nix Schlüssel. Ich geh nochmal kurz hier rein. Hopp, hopp. Ich hatte das Gefühl, ich müsste dahin. Ein Drahtklipp geht. Das Wort halt. Das finde ich ziemlich unrealistisch, dass die Spiegel auf der Jungstoilette einfach sauberer sind als die auf der Frauentoilette. Also, jetzt nichts gegen die Frauen, aber Männer sind Schweine. Sind wir mal ehrlich. Hä? Ich meine, Spaß. Hä, wo geht's lang? Diesmal nicht. Ha! An den schwarzen Brettern, die in der Schule aufgehängt sind, kannst du das Spiel speichern. Oh. Falls dann Game Over kommt oder du das Spiel unterbrechen musst, was so ziemlich der Fall sein wird. Wie lange? Nämlich schon 24 Minuten? Ach, cool. Kannst du das Spiel an deinen letzten Speicherpunkt fortsetzen. Beachte bitte, dass nicht gespeicherte Spielfortschritte verloren gehen. Ich speichere mal lieber. Ach, das ist aber... Ich finde das Speichersystem ziemlich cool.